In einem meiner letzten Videos habe ich euch ja schon einiges zum Thema Bandschleifer erzählt und in den Kommentaren auf dieses Video kam für mich so ein bisschen raus, dass der Bandschleifer doch immer noch ein Schattendasein führt in vielen von euren Werkstätten und dass da auch gewisse Vorurteile, ja, so kann man es ruhig sagen, herrschen, was den Bandschleifer angeht. Und eines dieser Vorurteile, das sich für mich so ein bisschen rauskristallisiert hat, ist, dass der Bandschleifer doch nur fürs Grobe hergenommen wird. Und das finde ich ehrlich gesagt etwas schade, denn ihr könnt mit dem Bandschleifer durchaus auch einen Feinschliff machen. Ich habe hier zum Beispiel Schubladenteile, die ich gerade schleife und da schleife ich durchaus bis Korn 320 mit dem Bandschleifer. Korn 320 wird dem einen oder anderen von euch vielleicht sehr, sehr fein vorkommen, aber das hat mit der Oberflächenbehandlung zu tun, die hier nachher drauf kommt. Das soll aber jetzt nicht Thema des Videos werden. Ich schleife also auch diese relativ kleinen Teile und das ist ein anderes Vorurteil, dass der Bandschleifer ja nur für große Flächen taugt, mit dem Bandschleifer. Natürlich ist bei der Werkstückgröße irgendwann auch Schluss, aber ich zeige euch nachher noch Teile, die ein bisschen kleiner sind. Auch das geht noch bedingt, da müsst ihr einfach ausprobieren, was ihr noch hinbekommt und was nicht. Hat auch ein bisschen mit der Übung zu tun, die man da hat. Das Schwierige beim Feinschliff ist allerdings, ein vernünftiges Papier zu finden. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den Festool-Bändern, diese Rubin 2. Vor allem laufen die sehr ruhig. Diese Nahtstelle, die jedes Schleifband ja irgendwo hat, ist bei diesen Bändern wirklich sehr sauber ausgeführt. Ist das nicht der Fall, dann schlägt dieses Band bei jeder Umdrehung. Das ist beim Führen etwas unangenehm. Das habe ich zum Beispiel bei den Bändern von Bosch. Die Bänder von Klingspor sind auch sehr gut. Da muss man sich, denke ich, einfach mal ein bisschen durchtesten. Ich finde es ein bisschen schade, dass Festool keine so feinen Bänder anbietet in dem Rubin 2, denn das Schleifmittel selbst ist sehr gut. Ich hätte die gerne bis Korn 320 gehabt. Gerne auch Granat bis Korn 320, damit man eben mit dem Bandschleifer auch mit einem guten Schleifmittel den Feinschliff machen kann. Ich stelle den Schleifrahmen zum Schleifen mit dem feinen Band nicht um. Ich schleife alles mit einer Einstellung. Die habe ich mir irgendwann so ein bisschen ausgetüftelt und seither habe ich diesen Schleifrahmen, was den Abtrag angeht, nie mehr verstellt. Ich habe hier also meine Schubladenteile und die sind bis Korn 180 schon geschliffen. Jetzt geht es weiter mit Korn 240. Das Ganze wird mit Vakuum gespannt. Ihr müsst euer Werkstück also irgendwie befestigen. Je dünner die Werkstücke werden, umso schwieriger wird das. Bei Vakuum ist das aber kein Thema. Und jetzt gehe ich hier mit Korn 240 einmal drüber. Und ihr werdet sehen, das geht wesentlich schneller als mit einem Exzenterschleifer. Und um dem Staub, der ja nun mal als ein Problem beim Bandschleifer ist, so ein bisschen Herr zu werden, gehe ich hin und sauge zwischendurch immer mal wieder ab. Sauge auch meine Werkstücke zwischendurch ab. Das hat natürlich den Vorteil, dass auch viel weniger Staub ins Vakuumsystem reinkommt und ich muss die Filter weniger oft sauber machen. Noch die Teile hier gehen noch, das sind kleine Brettchen, aus denen wird eine Rückwand zusammengesetzt. Auch wenn der Schleifrahmen nicht mehr ganz aufliegt, bleibt er dennoch drauf, denn er hilft weiterhin, die Maschine am Kippeln zu hindern. Also auch sowas hier geht noch wirklich gut mit dem Bandschleifer, solange ihr es irgendwie spannen könnt. Denn eine Anti-Rutschmatte ist grenzwertig beim Bandschleifer bei so kleinen Teilen. Da fliegt euch gerne mal das Werkstück weg. Vakuum hat wahrscheinlich nicht jeder von euch in der Werkstatt, obwohl es eine tolle Sache ist. Aber ich bin mir sicher, da fällt euch irgendwas ein, wie ihr sowas fixieren könnt.
Mit ein bisschen Übung könnt ihr auch über Kopf mit dem Bandschleifer arbeiten. Die meisten Bandschleifer haben dazu solche kleinen Füßchen, die man anschraubt. Auch hier kann der Schleifrahmen wieder nützlich sein. Ihr habt dann eine bessere Führung, beispielsweise wenn ihr solche Rahmenhölzer schleift. Allerdings müsst ihr dabei sehr auf eure Finger achten, denn die sollten natürlich nicht ins Schleifband geraten. Und je feiner eure Bänder werden, umso öfter müsst ihr sie reinigen, denn umso eher setzen sie sich mit Schleifstaub zu. Also auch sowas geht mit einem Bandschleifer und Schleifrahmen. Ob das zulässig ist, bin ich im Moment ehrlich gesagt überfragt. Wenn ihr dazu irgendwas findet, schreibt es gerne unter das Video. Und generell gilt, wie bei allen anderen Arbeitsgängen mit Maschinen auch, wenn ihr euch dabei unwohl fühlt, wenn ihr euch das nicht zutraut, dann lasst es bitte sein. Hier besteht zwar kein riesengroßes Verletzungsrisiko, aber so eine angeschliffene Fingerkuppe ist für mehrere Wochen doch sehr unangenehm. Bei mir geht es jetzt weiter mit den Schubladenteilen, die sind bis Korn 240 geschliffen. Ich mache jetzt noch einen Schleifgang mit Korn 320. Hier seht ihr jetzt das Ergebnis im Gegenlicht. Korn 320 mit dem Bandschleifer und ich denke, das muss ich in keinster Weise vor dem Ergebnis mit einem Exzenterschleifer mit gleicher Körnung verstecken. Im Gegenteil, dadurch, dass der Bandschleifer ja immer mit der Maserung schleift, habt ihr im Vergleich zum Exzenterschleifer in der Regel ein besseres Schleifbild. Wenn ich schon dabei bin, mit Vorteilen zum Bandschleifer ein bisschen aufzuräumen, dann habe ich gleich noch eins für euch. Und zwar hört man immer wieder, dass das Arbeiten mit einem Bandschleifer ja sehr anstrengend ist. Das stimmt nur bedingt. Natürlich ist das Hin- und Herwuchten der schweren Maschine schon etwas anstrengend, wenn man ständig Werkstücke wechselt. Aber das Schleifen an sich, sobald ihr einen Schleifrahmen benutzt, wird sehr leicht. Ihr braucht dazu kaum Kraft. Ihr könnt diesen Schleifer mit ganz wenig Kraft führen. Ich zeige euch das einfach mal. Natürlich wird man das in der Praxis nie so machen, da hält man die Maschine schon ordentlich fest. Aber es zeigt sehr schön, wie gut dieser Schleifrahmen hilft, die Maschine zu führen. Also unterschätzt den Bandschleifer nicht. Er kann euch wirklich das Leben in der Werkstatt um einiges erleichtern. Er kann diese ganzen Schleifvorgänge beschleunigen. Und ihr habt ja gesehen, ihr könnt damit sehr präzise, sehr fein arbeiten, auch wenn die Maschine auf den ersten Blick nicht diesen Eindruck vermittelt. Ich habe in der Vergangenheit auch zu sehr den Exzenterschleifer in den Vordergrund gestellt in meinen Videos und habe den Bandschleifer nur dann benutzt, wenn die Kamera aus war. Das würde ich jetzt so eigentlich nicht mehr machen, denn ich finde, der Bandschleifer darf ruhig mal wieder in den Fokus gerückt werden, auch wenn die Anschaffung eines solchen Gerätes mitunter mit hohen Kosten verbunden ist. Aber ich denke, wenn man viel mit Massivholzmöbeln arbeitet, obwohl ihr könnt auch mit feinem Schleifpapier Furnier schleifen, also furnierte Platten schleifen, dann ist diese Anschaffung gerechtfertigt. Und ich denke, ich konnte euch vermitteln, um wie viel einfacher die Arbeit mit so einem Gerät sein kann. Grundvoraussetzung natürlich ist, dass ihr einen vernünftig arbeitenden Schleifrahmen habt. Ja, und das war es auch schon von mir an dieser Stelle. Ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und habt viel Spaß in eurer Werkstatt.